Eingriffe in die Stratosphäre bergen also ein enormes Risiko. Und doch sind manche Forscher davon überzeugt, dass sie weiter untersucht werden sollten. Wir verstehen die Technologien am besten, die natürliche Prozesse imitieren. Wir wissen, dass Vulkane Schwefel in die Atmosphäre schleudern und kennen die Auswirkungen. Wir wissen, dass Stürme Meersalz in den Umlauf bringen und Wolken weißer machen. Deshalb sollten wir zuerst die Technologien erforschen, die die Natur imitieren. Im schottischen Edinburgh hat man damit bereits begonnen. Hier wird an sogenannten Meersalzsprühern gearbeitet. Stephen Salter hat dafür mit einem amerikanischen Kollegen ein Konzept entwickelt, das ebenfalls die globale Erwärmung bremsen soll. Eine Flotte von meerwassersprühenden Schiffen. Knapp 70 Millionen Euro veranschlagt Salter für das Projekt, an dem er an der Universität in Edinburgh arbeitet. Der Wellenforscher hat dafür neuartige Schiffe entworfen. Sie könnten die Ozeane ohne Besatzung nur über Computer gesteuert befahren und Meerwasser versprühen. Salzdüngung nennt er diese Methode. Die dabei entstehenden Salzwasserwolken sollen für mehr Schatten auf der Erde sorgen. Ein großer Vorteil der Salzdüngung wäre, dass sie nicht von Dauer ist. Stoppt man die Schiffe, endet auch die Manipulation innerhalb von Tagen. Wellen spielen dabei eine tragende Rolle. Wir produzieren Salz, ähnlich wie es bei brechenden Wellen geschieht. Wir fügen der Luft etwa 1% mehr Salz zu, als ohnehin vorhanden ist. Dabei stellen wir die beste Größe für Wolkentröpfchen her. Und wir nutzen nur natürliche Materialien. Wir nutzen den Wind und das Meerwasser. Ein Viertel der Weltmeere ist von Wolken bedeckt. Salzpartikel aus dem Meer sollen sie verdichten und zugleich heller machen, damit mehr Sonnenlicht ins All zurückgeworfen wird. Salter möchte die Reflexion um 60% steigern. Salzkristalle haben bei seiner Idee eine wesentliche Funktion. Denn in hohen Luftschichten kondensiert an Salzkristallen Wasserdampf. Dadurch bilden sich Wolken und verdichten sich. Eine starke Brandung befördert die Salzkristalle auf natürlichem Weg in den Himmel. Für den gleichen Effekt von Menschen gemacht wäre nach Salter eine Flotte von Spezialbooten nötig, deren Rotoren das Meerwasser aufwirbeln. Das Konzept klingt einfach und umweltfreundlich, doch es birgt auch Gefahren. Denn der Einsatz der Schiffe könnte das Klima regional verändern. Wir wissen, dass es Nebeneffekte geben kann. Wir wissen, dass es ein paar Standorte gibt, von denen aus man auf keinen Fall sprühen sollte. Ein paar andere wiederum sind unbedenklich. Wir wissen auch, dass das Sprühen den Niederschlag, den Regen, vermindern kann. Wir müssen also sehr vorsichtig sein. Auch ein anderes Konzept des Geoengineering befasst sich mit den Weltmeeren. Hier ist die Forschung schon weiter. Die Idee, Algen sollen mit Eisensulfat gedüngt werden. Je mehr Algen es gibt, desto mehr CO2 können sie binden. Denn Algen nehmen beim Wachsen Kohlendioxid auf. Sterben die Pflanzen, lagern sich ihre Überreste samt Kohlenstoff am Meeresboden ab. So die Idee. Algen könnten somit unser Klima entlasten. Im Januar 2009 startete ein deutsch-indisches Forscherteam unter der Leitung von Viktor Smetacek zu einer Expedition in den Südatlantik. Die Wissenschaftler düngten eine Fläche von 300 Quadratkilometer vor der Antarktis. 6 Tonnen gelöstes Eisen wurden im Meer versenkt. Rund ein Dutzend kleinere Feldversuche gab es zuvor schon. Dies war der bislang größte Test, begleitet von massiven Protesten von Umweltschützern. Zu Beginn schien auch dieser Test erfolgreich zu sein. Die Algen wuchsen.
Sie verdoppelten ihre Biomasse innerhalb von 2 Wochen und nahmen dabei CO2 aus dem Wasser auf. Nach einigen Tagen machten die Forscher eine ernüchternde Beobachtung. Große Mengen der gezüchteten Algen waren einfach verschwunden. Kleine Krebstiere hatten sie verzehrt. Von Eisen und Algen blieb nach dem großen Fressen wenig übrig. Letztlich sind nur geringe Mengen CO2 von den Algen gebunden worden. Wir haben die Prozesse in diesem Fleck über 39 Tage verfolgt. Und das hat also sehr viele neue Einsichten geliefert über die Beziehung zwischen Tieren und Bakterien und so weiter. Aber Fazit ist, dass wir die Hoffnungen dämpfen müssen, dass der südliche Ozean in großem Maßstab CO2 aufnehmen kann durch die Eisendüngung. Solche Rückschläge bestärken Kritiker des Geoengineering. Sie halten massive Klimamanipulationen für gefährlich. Vielmehr sollten die Ursachen der globalen Erwärmung bekämpft, also CO2-Emissionen gesenkt werden, meinen sie. Wir sollten sehr großen Respekt davor haben, auf unserem Planeten Gott zu spielen. Aber wir haben uns die Probleme ja selbst eingebrockt. Das CO2 ist nun mal da. Die Menschheit bewirtschaftet die Erde schon sehr lange. Wir denken nur immer, wir seien eine kleine Population in einer naturbelastenden Welt. Aber wir verändern diesen Planeten immer mehr, ob wir das nun gut finden oder nicht. Vor 2000 Jahren gab es etwa 300 Millionen Menschen auf der Erde. Heute sind es schon fast 7 Milliarden. Jeder verändert die Erde ein winzig kleines bisschen. In der Gesamtheit sind die Auswirkungen nicht mehr zu leugnen. Doch rechtfertigt dies gezielte Eingriffe? Geoengineering ist sehr riskant. Die Chemie der Stratosphäre könnte durcheinander kommen und wir könnten aus Versehen die Ozonschicht beschädigen. Auch Klimaveränderungen sind ein Risiko, wie die Abschwächung des asiatischen Monsuns. Die Wissenschaft steht in den Startlöchern, um ihre Technologien zu testen. Doch wie können wir darauf vertrauen, dass es ihr gelingt, die Auswirkungen der Erderwärmung abzumildern, wenn wir uns nicht einmal darauf verständigen können, die Ursachen des Klimawandels zu beseitigen? Es geht doch darum, testen Sie Ihre Sprinkleranlage erst, wenn es brennt oder vorher? Sprinkler haben Nebenwirkungen. Sie machen Bücher nass und Sachen kaputt. Es gibt Probleme mit ihnen und es ist besser, sie zu verstehen, bevor es brennt. Beim Geoengineering ist es ähnlich. Wir sollten die Technologien austesten, bevor wir sie anwenden, um mehr über die Risiken zu lernen. Es ist natürlich möglich, dass wir nach ersten Experimenten feststellen, kein Projekt macht wirklich Sinn. Dann wissen wir zumindest darüber Bescheid und das ist doch besser, als völlig ahnungslos zu bleiben. In der Tat, hätten wir uns nicht vom Jäger und Sammler weiterentwickelt, könnte unser Planet heute nicht knapp 7 Milliarden Menschen ernähren. Allerdings hätten wir dann auch keinen menschengemachten Klimawandel. Das war Wissen aktuell, Wetter nach Mars. Der Klimawandel bleibt noch bis Freitag Thema in Dreisatz. In unserer Themenwoche stürmische Aussichten. Weitere Informationen zu unserem Themenschwerpunkt sowie zur Reihe Wissen aktuell finden Sie auf unserer Homepage unter dreisatz.de.